Mein Dienst ist heute besonders langsam. Jetzt läuft's. Gut. Okay. Ganz am Anfang noch den Hinweis für alle Neulinge in der Teams-Telco. Es gibt ja mittlerweile ganz viele etablierte Anbieter. Wir haben uns beim Fußball-Landesverband für die Office 365-Welt entschieden. Da ist das Teams ein sehr gutes Werkzeug, um Zusammenarbeit zu fördern, aber auch um Videokonferenz zu machen. Ihr solltet am oberen Bildrand eine entsprechende Menüleiste haben. Das kann auf dem Tablet ein bisschen anders aussehen. Da können auch die Symbole ein bisschen anders aussehen. Wichtigste ist erstmal, ihr seid alle auf stumm geschaltet. Das ist sozusagen das Zeichen dann, um das Mikro freizuschalten. Zweite wichtige ist hier das Thema Handheben. Das heißt, wenn ihr nachher eine Wortmeldung habt, bitte nicht reinsprechen, sondern die Hand heben. Wir haben dann im Teams auch die entsprechende Reihenfolge, je nachdem, wie die Hand gehoben wurde. Und dann erteilen wir auch dann, ich sag mal, demjenigen das Wort, dann das Mikro freischalten und dann entsprechende Frage stellen. Wir haben genügend Zeit, um Fragen zu beantworten, um vielleicht auch das eine oder andere in Rückfrage zu gehen. Nichtsdestotrotz bitten wir euch, achtet darauf, wenn ihr eine Wortmeldung habt. Wir haben ja mal gesagt, so maximal 90 Sekunden. Das reicht durchaus aus, ich sag mal, ein Statement abzugeben, aber auch eine Frage zu stellen. Gern könnt ihr auch eine Frage im Chat stellen. Bei dem einen oder anderen klappt das nicht. Das hat was mit den Rechten zu tun. Aber wir schauen dann auch im Chat nach und gehen dann auch auf die Frage ein. Also in dem Sinne, lasst uns starten. Und als erstes wollen wir euch begrüßen. Wir, das sind aus dem. Ja. Mathe, ich glaube, du hast deine Präsentation noch nicht geteilt. Zumindest können wir die nicht sehen. Das stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Sehr gut. Habe ich euch umsonst erklärt, wie ihr in Teams das Mikro freischaltet? Verdammt. Okay, dann gehe ich noch mal eine Folie zurück oder zwei. Danke für den Hinweis. Falsche Richtung. Das habe ich euch gerade erklärt. Das ist das Bild. Also wichtig, Mikrofon ein-ausschalten, Hand heben. Wie gesagt, die Hand heben und dann rufen wir nacheinander alle auf, die sozusagen die Hand gehoben haben. Danke für den Hinweis, Martin. So, dann jetzt zur Begrüßung. Das Ganze ist initiiert von sechs Leuten. Ihr seht hier nur fünf drauf. Ich habe es immer noch nicht geschafft, den sechsten raufzunehmen. Den seht ihr aber im Bild, den Erik, neben der Vicky und mir. Wir beide sind ja, Ehrenamtler und haben sowohl die Vicky hat den Frauen- und Mädchenausschuss als Vorsitz oder im Vorsitz und ich habe den Verbandsjugendausschuss, betreue ich als Vorsitzender. Und von der Geschäftsstelle haben mitgearbeitet der Martin Eismann und der Oliver Nitschke. So rum sollten auch allen oder vielen bekannt sein. Und der Erik hat mitgearbeitet. Der Erik ist seit Oktober dualer Student beim Fußball-Landesverband und betreut das auch als Projekt mit. Wir haben uns auch aus dem Fußballkreis Unterstützung schon mal geangelt. Den Michael Pust von Trotha, der ist im Fußballkreis Havelland für den Spielbetrieb Junioren verantwortlich. Wenn die Vicky da ist, dann kann sie mal sich auch ganz kurz die Hand heben. Kann natürlich auch mit begrüßen. Gestern hat es nicht ganz geklappt. Auf jeden Fall sind das erstmal die Protagonisten, die sich ja mehr oder weniger die Idee hat einfallen lassen oder die Idee auch adaptiert. Und wir haben das Ganze so ein bisschen aufbereitet, um euch das vorzustellen, auch um ein Gefühl dafür zu geben, wo kann die Reise hingehen. Aber es ist eine Ideenwerkstatt, heißt auf einer Seite, da sind Ideen reingeflossen, da können weitere Ideen reinfließen und Werkstatt heißt, da wollen wir dran feilen und wir schauen einfach dann auch am Ende, was dabei rauskommt. So. Damit haben wir auch schon die Begrüßung geschafft und wir würden euch gerne einen kurzen Einblick geben in das Projekt Zukunft DFB. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört? Es ist medial auch schon mal ja, in die Presse geschwappt. Oliver Bierhoff hat letztens was dazu gesagt. Und wir haben die gleiche Koryphäe auch bei uns und da wird der Martin jetzt was zu sagen. Vielen Dank, Matze. Ich hoffe, ich bin für alle hörbar. Einen wunderschönen Abend auch nochmal von meiner Seite.
Matze hat es eben schon gesagt, Projekt Zukunft DFB. Es war sicherlich auch schon in einigen Zeitungen, in den Medien. Wir wollen euch nicht alle über 130 Seiten hier vorstellen, sondern nur ein paar Worte darüber verlieren. Seit über 2 Jahren hat im Endeffekt der DFB an einem Projekt vor allen Dingen für die Elite gearbeitet. Im stillen Kämmerlein. Das wollen wir ganz klar nicht so machen und wir haben einfach eine andere Vorgehensweise. Die erste Vorstellung für uns Verbände mit den ganzen Präsidenten, Geschäftsführer und Innen gab es, wie ihr unten auch seht, im November 2020. Da haben wir das allererste Mal darüber gehört und der DFB hat das Ganze in 4 Handlungsfeldern gegliedert. Diese 4 Handlungsfelder betrifft den Bereich Trainer, Trainerinnen, Ausbildung, aber auch, sage ich mal, das Mentoring davon. Es geht um die Wettbewerbe, um die Förderstrukturen, die vor allen Dingen die Landesverbände sicherlich und die DFB-Stützpunkte mittreffen und um den Bereich Fußballentwicklung. Da geht es ganz viel um den Bereich IT. Der große Aufruf ging im Endeffekt dann auch durch die Medien, weil sie ja das am liebsten so schnell wie möglich durchdrücken wollten. Wir können aber alle beruhigen, es wird auch an diesem Grobkonzept jetzt gefeilt. Dieses Grobkonzept ist natürlich ein Anlass gewesen, weswegen wir uns im Landesverband einfach ein paar Gedanken gemacht haben, wie das Ganze auch eventuell auf Brandenburg zu projizieren ist. Und zwar von der Basis, und das sagen wir ganz klar, bis hin auch zur Verbandsspitze. Daher ist der Rahmen, den wir uns dafür vielleicht auch vorgestellt haben, ähnlich, aber die Inhalte, und das sage ich hier auch ganz bewusst, sind einfach noch frei. Der Anspruch des DFBs ist absolute Weltspitze, egal ob im Bereich der Talentförderung von den DFB-Stützpunkten über Leistungszentren, der DFL, aber am Ende mündet natürlich alles in den U-Nationalmannschaften bis hin zur A-Nationalmannschaft. Unser Anspruch im FLB ist es, unsere aktuellen Strukturen definitiv nicht zu revolutionieren, sondern zu schauen, was haben wir und wie können wir die vorhandenen Strukturen gemeinsam mit euch optimieren. Es hat dieses Projekt Zukunft sicherlich Auswirkungen auch auf den ganzen FLB, das ist zumindest unsere Einschätzung, sei es Nachwuchsleistungszentren, sei es die Stützpunkte, sei es im Bereich, wie qualifizieren wir Trainer und Trainerinnen. Aber wir nutzen das natürlich auch, um das Optimum rauszuholen. Und zwar gemeinsam wollen wir das Ganze mit euch veranstalten. Ich übergebe dann schon mal das Wort wieder zu Matze. Dankeschön. Wir werden bei dem einen oder anderen Punkt auch nochmal einen Link zu dem Projekt Zukunft DFB schaffen, weil dort, hatte Martin schon gesagt, gibt es auch Sachen, die auf uns auswirken und auch konkrete Arbeitsaufträge. Aber dazu kommen wir dann später dazu. Jetzt steigen wir mal ein in das Thema geballte Nachwuchsentwicklung. Und bevor wir darlegen, was wir uns so in den letzten Wochen schon mal überlegt haben, hier nochmal die Bitte für alle, die kurz vor knapp, aber pünktlich in die Videokonferenz gekommen sind, startet nochmal die Umfrage. Einfach den QR-Code scannen oder menti.com eingeben. Wir verschnaufen nochmal eine kurze Minute, dann schauen wir uns auch hier die Ergebnisse an. Und für uns ist ganz wichtig, können wir daraus weiteren Input generieren? Deckt sich das auch vielleicht mit den Themen, die wir uns schon überlegt haben? Gibt es weitere Themen? Das wäre natürlich ganz, ganz wichtig, weil wir haben ja gar nicht den Anspruch, dass wir im Vorfeld schon an alles auch gedacht haben. So, ich schwenke mal. Dann können wir mal gucken, wie viel Meldung wir schon haben. Oh, erst 17. Also gerne nochmal auf Absenden drücken dann in der entsprechenden Umfrage. Und ich kann ja trotzdem schon mal zumindest mal zeigen, was da passiert. Das ist das Schöne an dem Menti, wer es noch nicht kennt, mentimeter.com, bietet sich für so Online-Abfragen um, kann man auch voten damit, kann man auch Quiz bauen.
Und das ist quasi Echtzeit. Wenn ihr da auf Absenden drückt, dann wird das hier direkt projiziert. Was man sieht, ist, was so ein bisschen größer, also größere Schrift in kleinen Buchstaben hat, wird häufiger genannt. Ja, Zukunft, Weiterentwicklung, Spaß, ganz wichtig. Spaß mit vielen Facetten. Und Live-Kinetik. Ich würde einmal raten, von wem das kommt. Ja. Und ja, kann jeder mal kurz mal wirken lassen. Wir übernehmen das auch in die Präsentation. Das heißt, wenn wir euch die wahrscheinlich heute Abend im Nachgang schicken, dann seht ihr auch das Endergebnis. Ja, ihr könnt gerne weiter voten noch. Wir übernehmen das dann in die Präsentation. Das haben wir von 64, knapp die Hälfte hat gewotet. Okay. Hier nochmal kurz das Bild von gestern. Wir haben ja gestern auch schon einen Großteil der Vereine gehabt. Spaß, das gleiche, Motivation, ja, Talentförderung. Und das Bild von heute nehmen wir dann hier mit rein, sodass ihr das dann morgen auch bekommen könnt. Gut, dann würde ich sagen, dann steigen wir jetzt mal in das Thema geballte Nachwuchsentwicklung ein. Und wir haben uns hier mal Henry Ford herangenommen, der nicht nur die Arbeitswelt mit dem Fließband revolutioniert hat, sondern auch ein paar ganz gute Statements rausgegeben hat. Und das Thema, ja, Lösung suchen ist natürlich ganz wichtig. Zusammenarbeit ist wichtig, ist ein Erfolgsfaktor. Und ja, einer meiner Lieblingssprüche ist, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Ja, also wenn wir immer das Gleiche tun, dann werden wir uns nicht verbessern und dann werden wir auch ja, irgendwann auch abgehangen sein. Martin hat es schon so ein bisschen anklingen lassen. Wir wollen hier nichts groß reformieren, also nicht jahrelang forschen und schauen, wo die Reise hingeht, sondern wir wollen gucken, an welchen Stellschrauben wir drehen können, um zu optimieren, um das Optimale herauszufinden. Und das wird auch ein Prozess sein, etwas zu verändern, zu schauen, hat es Erfolg gebracht, weiter zu verändern oder auch wieder einen Schritt zurückzugehen und nochmal reflektieren, woran es vielleicht gelegen hat, dass das nicht zum Erfolg geführt hat. Also für uns ganz, ganz wichtiges Slogan: Optimieren statt Reformieren und Evolution statt Revolution. Ja, also daran wollen wir uns auch immer wieder erinnern. Bevor wir mal auf die Themenfelder gehen, schauen wir mal auf den Spielbetrieb. Eines natürlich unserer Hauptspielwiesen. Und da würde ich Martin gerne nochmal das Wort erteilen. Danke, danke, Matze. Ich möchte vorab noch ein paar Informationen dazu geben. Wir werden jetzt hier mal ein paar beispielhafte Tabellen aus der aktuellen Saison sehen. Sicherlich durch Corona konnte nicht alles so durchgeführt werden, wie es aktuell ja, durchgeführt hätte werden können. Aber es gibt trotzdem einen guten Einblick. Ich hätte auch die ganzen Tabellen aus den letzten Jahren nehmen können. Als beispielhafte Tabellen werden wir gleich drei Charts sehen, wo wir von G bis D-Jugend einfach mal alles uns anschauen. Das heißt aber nicht, dass wir ausschließlich im Kinderfußball mit euch reden wollen und da auch bleiben wollen, sondern es geht ganz global auch um selbst A-Jugend, B-Jugend, was ist möglich, Trainerentwicklung, Ausbildung, Veränderungsstrukturen im Verein, die Gewinnung gegebenenfalls. Aber ein großes Handlungsfeld könnte aus unserer Sicht auch der Bereich Spielbetrieb sein. Und da gucken wir doch einfach mal auf die erste Folie. Keine Angst, wir machen es extra ein bisschen für euch größer. Ihr seht jetzt direkt, Matze, einmal der Klick. Sehr gut. Danke. Ihr seht hier eine Tabelle im Bereich G-Jugend. Ob das überhaupt sein muss im Bereich der G-Jugend, sei mal dahingestellt. Darüber wollen wir jetzt nicht werten. Aber wer sich dort mal auch die entsprechenden Torverhältnisse anschaut, einerseits der erste Henningsdorf, geschossen insgesamt von der Tordifferenz her 54 Tore und Gremmen ist weit abgeschlagen, auch mit 0 Punkten und einem Tordifferenz von minus 83. Also die Frage ist, ob das überhaupt
ja, förderungswürdig ist, ob das Spaß macht den Jungs und Mädels. Auch hier schon mal der Hinweis, also wir schauen uns nicht nur den Jungsbereich oder nicht nur den Mädchenbereich, sondern wollen das Ganze auch ganzheitlich irgendwo aufziehen. Also der Bereich Jugend, aber vielleicht wird es auch in den Bereich der F-Jugend etwas besser. Die schauen wir uns jetzt direkt mal an. Dort sehen wir auch eine F-Jugend im Kreis. Hier einfach mal mit 12 Mannschaften, die eine Meisterschaft austragen. Wir wissen ja auch, dass die Meisterschaft das Wichtigste ist in dem Bereich und Entwicklung nicht ganz so entsprechend ist. Und so kann es halt auch zu Ergebnissen wie das unten dargestellte kommen. 22-0. Wir gehen davon aus, dass es beiden Mannschaften irgendwann vielleicht nicht mehr so richtig Spaß gemacht hat. Wenn man sich nicht im F-Jugendbereich auskennt, möchte ich einfach mal den Hinweis geben, dort spielt man 2x20 Minuten. Das heißt, bei 22 Toren müsste weniger als jede zweite Minute ein Tor fallen. Und wo das fördernd ist oder leistungsgerecht auch, erschließt sich mir persönlich erstmal nicht. Gut, die nächste Staffel ist eine E-Jugend. Wir gucken da mal in den Kreis, aber auch in das Land. Dort zieht eigentlich im Kreis hier die Potsdamer Kickers einsam ihre Runden. Es ist die einzige Mannschaft, die ein positives Tordifferenzverhältnis hat und könnte eigentlich auch wahrscheinlich sehr gut in anderen Staffeln aufgehoben sein. Aber hier müssen sie jetzt dann auch erstmal zumindest in dieser Vorrunde dort bleiben. Gucken wir mal in das Land. Dort sieht man auch die unterschiedlichsten Mannschaften. Wir haben sicherlich einen sehr, sehr weiten Fahrtweg auch für den einen oder anderen. Wenn man sich mal die Punktanzahl anschaut, das ist sehr durchmischt. Also da könnte man vielleicht auch die oberen 3 oder 4 zusammenpacken. Aber ja, das ist erstmal nicht ansatzweise möglich, weil insgesamt auch, und das sehen wir jetzt gleich eingekreist, insgesamt 10 Mannschaften da sind. Und das heißt, summa summarum habe ich 18 Spiele dann auch in diesem Bereich. Wenn es mit Hin- und Rückrunde oder wenn man eine einfache Runde, dann habe ich zumindest 9 Spiele in diesem Bereich. Schauen wir uns das Ganze nochmal als letztes Beispiel in dem Bereich der D-Jugend an. Dort gleich im Bereich der Kreisklasse ein negatives, absolutes, perfektes Negativbeispiel. Dort haben wir Henningsdorf mit 6 Spielen und einem Torverhältnis von 2:99. Also, ja, wir sagen immer, wir wollen ausbilden, aber wo da die Ausbildung ist, ist auch wieder hier einfach unbegreiflich. Und dort müssen wir einfach gemeinsam auch Lösungen aus unserer Sicht finden. Und dafür sind wir heute unter anderem hier. Wir haben auch den Bereich des Landes. Das haben wir uns auch mal angeschaut. Auch hier gibt es die unterschiedlichsten Torverhältnisse, Tordifferenzen, aber selbstverständlich auch die Punktzahlen. Und was ist denn dran so schlimm, beispielsweise für diese ersten 6 oder gegebenenfalls auch für die letzten 4 einfach als erste Idee auch? Die haben wir natürlich auch. Entsprechende Staffeln mit ein paar geringeren Leuten zu machen. Entschuldigt. Ja. Das war der DFB, oder? Der wollte ich anrufen. Der DFB hat gerade angerufen. Genau, ich soll mich mal melden. Kleiner Spaß. Insgesamt ist natürlich die Frage, ist das bewusst? Ist das gewollt? Gibt es andere Möglichkeiten und andere Formen? Und deswegen sind wir hier mit euch und wollen einfach über diese Ideen auch sprechen. Dann auch in weiteren AGs, aber dazu kommen wir dann auch später. Wir hoffen, wir haben mal so einen kleinen Einblick gegeben, wie es in Brandenburg vor allen Dingen ausschaut. Und ja, wir freuen uns jetzt auf die weiteren Aussprüche von Matze auch. Und deswegen übergebe ich wieder das Wort an dich. Besten Dank. Danke, Martin. Ja, so sieht's aus in Brandenburg.
verschiedene Kreise, verschiedene Spielsysteme. Und das wollen wir halt angehen. Wir haben einen guten Mix unter euch gefunden, also die sich angemeldet haben. Wir haben auch bewusst in unserem Aufruf ja auch geschrieben, dass wir nicht nur Trainer oder Jugendleiter suchen, sondern auch Spieler und auch Eltern oder auch andere Interessierte. Denn wenn man sich das Ganze einfach mal anschaut und so ein Puzzle kann das, glaube ich, auch ganz gut verdeutlichen, dann spielt jeder Bereich eine große Rolle. Ja, das Ganze beginnt natürlich in einem Verein. Dort werden die Rahmenbedingungen geschaffen, dort wird das Vereinsleben gestaltet, dort geht es um Ehrenamtssuche, Schiedsrichterfindung, Trainerfindung. Natürlich sollen Trainer fortgebildet werden. Ja? All das muss so ein Verein organisieren und natürlich auch noch den Spielbetrieb bereitstellen. In so einem Verein sind natürlich auch Trainer, Trainerinnen, ja, die bilden sich selber fort oder bilden sich auch aus. Die müssen Organisationstalente sein. Die müssen nicht nur ein Training organisieren, sondern auch noch alles rund um das Training oder auch um den Spielbetrieb. Das beginnt bei, wer hat die Trikottasche und endet bei, wer nimmt die Wäsche hinterher wieder mit. Ja, natürlich erwarten alle, dass das ausgebildete Pädagogen oder Pädagoginnen sein, dass das Seelentröster sind. Also ja, eine Vielzahl an Interessen, die auch so ein Trainer natürlich in das Thema Nachwuchsentwicklung bringt. Ganz klar im Mittelpunkt steht natürlich die Spieler, der Spieler oder auch die Spielerin. Ja, und hier gilt es, Modi zu finden, die sowohl alters- als auch leistungsgerecht sind, aber auch berücksichtigen, so ein Spieler, so eine Spielerin hat Freunde. Was heißt das? Muss dann jedes Wochenende gespielt werden? Es gibt andere Hobbys. Ja, müssen wir dann Wochenenden freihalten? Und gerade bei dem Thema Wochenenden freihalten spielen die Eltern natürlich eine große Rolle. Ja, weil die Eltern haben auch ein Leben. Immer wieder hat die Oma ihren 90. Geburtstag. Es gibt natürlich Geschwister. Die Eltern werden für den Verein gebraucht, die werden für die Mannschaft gebraucht. Und deshalb freuen wir uns, dass wir eine große Facette auch an Teilnehmern haben, sowohl gestern als auch heute, um die Themen umfassend zu beleuchten. Ja, nicht nur aus, ja, aus Verbandssicht zu sagen, ich will eine absolute Leistungsspitze schaffen, sondern nein, wir wollen hier beides oder alles unter einen Hut bringen oder in Arbeitsgruppen bringen, nämlich das Spielen auf dem Land in den entlegensten Regionen, wo vielleicht gar nicht so viele Mannschaften oder auch Spielerinnen sind, bis hin zu den Mannschaften, die leistungsorientiert unterwegs sind oder den Spielern, die den Sprung auf die Sportschule oder ins Nachwuchsleistungszentrum schaffen. Ganz wichtig ist uns, und das hat Martin auch vorhin schon gesagt, dass wir das miteinander machen. Übereinander ist jetzt so ein bisschen bildlich gemeint, ja. Der DFB hat uns das übergestülpt, als Beispiel. Ich als Jugendausschussmitglied habe das am 6. November präsentiert bekommen im Rahmen des DFB-Jugendausschusses. Aber eine reine Präsentation, das ist also auch kein Dialog gewesen. Die Geschäftsführer arbeiten an dem Thema dran und wir wollen es anders machen, wir wollen es besser machen und das Miteinander und jedem die Chance geben, hier auch mitzuarbeiten und auch Ideen und auch Meinungen einzubringen. Das Ganze ist nichts Neues, zumindest was das Thema Vereinsstärkung betrifft. Der DFB hat das 2017 mal aufgelegt mit einem richtig coolen Video. Wir haben das auch mal verlinkt, das könnt ihr euch mal anschauen. Aber danach ist nichts passiert. Ja, schön, dass man mal den Verein auch so ein bisschen in den Fokus gerückt hat. Aber dann ist auch wieder still geworden. Wir wollen es besser machen. Ja, wir wollen Handlungsfelder auch Richtung Verein aufnehmen, adressieren. Ja, wir wollen es einfach mit euch dann auch nochmal gemeinsam gestalten. Aber schaut euch das mal an, ist ganz gut gemacht. Wir haben aus euren Anmeldungen, da haben viele auch die Möglichkeit wahrgenommen und auch ihre ersten Ideen und Hinweise mit einfließen oder mitgegeben. Das haben wir mit einfließen lassen, haben das hier so in verschiedene Cluster auch packen können. Und auch das zeigt, dass es nicht nur der Kinderfußball ist, der natürlich gerade in aller Munde ist, sondern dass es weitaus mehr ist, ja, dass es Ausbildung ist, dass es A- und B-Union ist, dass es die Kooperation mit Schulen als Beispiel, ja, denn auch dort kann man auch wieder Spieler gewinnen und ja, bis hin altersgerechte Spielformen, ja, und altersgerecht
heißt auch die richtige Spielform für C, B und A Union zu finden. Ja. Wenn man das ein bisschen mal statistisch zusammenfasst, dann ist natürlich der Spielbetrieb klar im Vordergrund. Ist ja auch logisch. Wir beschäftigen uns mit Fußball. Der findet nun mal auf dem Spielfeld statt. Wir haben symbolisch auch im Hintergrund das Spielfeld auch nochmal gelegt. Das wird uns und euch auch demnächst nochmal wieder begegnen. Und ja, klare Botschaften, wo wird gearbeitet beim Thema Spielbetrieb, beim Thema Ausbildung, Thema Sichtung, Kooperation und dann ja, bei den anderen verschiedensten Themengebieten. Das Schöne ist, so ein Spielfeld muss natürlich auch beackert werden, ja, nicht nur mit Spielern, sondern rund um das Spielfeld braucht man viel mehr. Und bei der Durchsicht der Anmeldung haben wir festgestellt, wie ich vorhin schon sagte, dass wir hier einen guten Mix haben von Funktionären. Vereinsvorsitzende habe ich gesehen, Schiedsrichter habe ich gesehen, Trainer und Betreuer sind dabei, Jugendleiter habe ich gesehen, gerade heute. Eltern sind bestimmt auch dabei und den einen oder anderen Spezialisten, der sich zum Beispiel mit Athletik befasst, den haben wir auch gesehen. Also das macht uns frohen Mutes, dass wir hier einen guten Querschnitt auch an Ideen dann, ja, denke ich mal, einsammeln können. Wir haben es schon mehrfach anklingen lassen, das Thema kindgerecht, altersgerecht, entwicklungsgerecht und leistungsgerecht. Das sind so Botschaften, die gerade auch aktuell vom DFB beim Thema Kinderfußball ja, verbreitet werden, auch hier einen klaren Auftrag erteilen, anhand, ich sag mal, von drei Bildern aus dem Bereich kann man schon erahnen, wo geht die Reise hin, ja, kleine Spielfeldgrößen, mehrere Tore, um Torerlebnisse zu erzielen, um viele Ballkontakte zu haben, kindgerecht ist ein kleines Feld, weil wir wollen ja keine Läufer ausbilden, altersgerecht ist halt, viele Tore zu schießen. Und entwicklungsgerecht heißt halt, dass wir mit der Entwicklung mitgehen. Und im Idealfall finden wir oder schaffen wir es, dass wir am Ende einen roten Faden haben, dass wir halt von den Kleinsten bis zu den Größten, in dem Fall die U19 und die A-Junioren im männlichen Bereich, beziehungsweise die B-Juniorinnen im weiblichen Bereich, dass wir einen roten Faden haben und das ganze Thema entwicklungs-, altersgerecht, aber auch leistungsgerecht abbilden können. Ja, das können verschiedene Spielformen sein, das können unterschiedliche Größen sein der Spielfelder, das können große Tore sein, kleine Tore sein. Die verschiedensten ja, Möglichkeiten gibt es dort. Kinderfußball haben wir schon erwähnt. Da gibt es einen ganz klaren Arbeitsauftrag vom DFB. Der ist im Masterplan verankert. Im Masterplan, der läuft jetzt von 2021 bis 2024. Das heißt, wir bekommen ja auch Unterstützung vom DFB, auch in finanzieller Hinsicht. Das heißt, wenn wir es schaffen, einen Spielbetrieb zu etablieren und den in all unseren Fußballkreisen auch umsetzen können, dann haben wir nicht nur die Aufgabe für den DFB erfüllt, sondern auch für unseren Nachwuchs. Denn natürlich sollen alle Fußballkreise, ich sag mal, davon partizipieren, dass dann kind- und altersgerecht gespielt wird. Das bedarf sicherlich die eine oder andere Überzeugungsarbeit. Das bedarf die eine oder andere Vorstellung von Festivals vor Ort. Und auch hier hilft der DFB noch mal ein bisschen weiter. Und zwar wird die Teampunkt-App, die sicherlich bei einigen Mannschaften oder hoffentlich bei vielen Mannschaften schon im Einsatz ist, erweitert, sodass dann über diese App dann auch entsprechende Festivals, gerade was im Kinderfußballjahr beliebt ist, nicht nur geplant, sondern auch organisiert und auch, ja, man kann dann die auch finden. Ja, das heißt, ich kann mich als Verein sozusagen an die Front stellen und das Festival planen und kann dann schauen, dass andere Vereine ja, dann daran teilnehmen. Über die Materialverwaltung sagt man, ich habe 10 Tore, also brauche ich noch weitere 18 Tore. Als Beispiel, damit ich auf 28 Tore komme, für die 7 Spielfelder und die anderen Vereine bringen dann das mit. Also man muss gar nicht in die hohe Investition gehen. Das wird kommen, das soll jetzt im März kommen. Auch da werden wir dann, denke ich mal, noch weiter berichten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir auch ein kleines Geschenk mitgebracht haben. Das Thema Kinderfußball
oder dem Thema Kinderfußball hat sich die Fußballzeitung Fußballtraining Junior von Filipka, die ganz eng mit dem DFB zusammenarbeiten, in der Ausgabe 1 2021 umfangreich gewidmet. Einige Trainer haben die sicherlich abonniert. Alle, die es nicht haben, für die haben wir die Möglichkeit geschaffen oder der Landesverband die Möglichkeit geschaffen. Vielen Dank da nochmal an Olli Nitschke, dass er das on the fly am Dienstag noch erreicht hat. Also das ist brandaktuell, diese Information. Ihr könnt euch diese Ausgabe kostenfrei herunterladen. Das könnt ihr über Telefon oder Tablet machen. Ich schicke euch die Anleitung mit, wenn wir euch die Unterlagen schicken. Und über den Freischaltcode, der hier abgedruckt ist, könnt ihr dann die Ausgabe herunterladen. Da ist das ganze Thema Spielbetrieb 2.0 sehr gut erklärt, auch mit Argumente oder mit Argumenten für etwas, wo immer wieder Kritik kommt. Warum verzichte ich auf den Torhüter als Beispiel? Ist ja auch immer ein gutes Argument, was kommt, oder ein Kontraargument, was kommt. Das wird hier nochmal sehr gut auch aufgegriffen. Also könnt ihr euch gleich einen Screenshot machen, aber wie gesagt, ich schicke euch die Unterlagen und dann nutzt den Service, den der Landesverband hier zusammen mit Filipka auf den Weg gebracht hat. Also von mir gibt es auf jeden Fall Daumen hoch. Ich habe es ausprobiert, funktioniert. Und ja, schaut einfach rein und holt euch da auch ein paar Inspirationen. Das Thema Spielfeld haben wir ja schon vorhin schon mal erwähnt. Wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht, ja, was könnte denn an Themen als Handlungsfelder oder an Themengebieten auch interessant sein. Wir sind relativ schnell zu relativ vielen Themenfeldern gekommen, haben das Ganze mal so in drei Handlungsfelder geclustert. Natürlich das Thema Spielbetrieb steht im Mittelpunkt auch unseres Spielfeldes mit verschiedenen Themengebieten, die uns spontan eingefallen sind. Das Beispiel Hallenspielbetrieb. Einfach mal die Frage stellen, brauchen wir das? Wenn ja, wie brauchen wir das? Was sind da die besten Wettbewerbe? Pokal, sowohl Kreis- als auch Landespokal. Gibt es dort bessere Möglichkeiten, alternative Möglichkeiten? Dann das ganze Thema Verein hat man vorhin schon mal angesprochen. Ja, da geht es ganz viel um Ehrenamt. Da geht es ganz viel um Gewinnung von Spielern, von Schiedsrichtern, aber auch um vielleicht Kommunikation zwischen einzelnen Rollen in den Vereinen, also zwischen Jugendleitern als Beispiel oder aber auch zwischen Schiedsrichtern. Das wollen wir unterstützen. Und natürlich ein großes Handlungsfeld ist das Thema Organisation. Vielen ist gar nicht klar, wie ist eigentlich so ein Landesverband aufgesetzt, an wen muss ich mich eigentlich wenden, welche Rolle spielen die Ausschüsse, welche Rolle hat das Hauptamt, welche Rolle spielt das Ehrenamt. Was haben wir überhaupt für Funktionäre? Was suchen wir für Funktionäre? Ja, Staffelleiter als Beispiel oder unser J-Team, unser Junior-Team, was wir im Jugendausschuss haben. Das sind so Spielfelder. Ganz klar ist das Thema DFB-Net gefallen. Ja, der DFB unterstützt den Spielbetrieb ganz intensiv mit dem DFB-Net. Aber immer wenn eine neue Version kommt, dann sind die Vereine da alleingelassen. Das letzte war der neue Spielbericht online mit allen Vor- und Nachteilen. Und ich denke, auch hier können wir besser werden, ja, indem man vielleicht Hilfestellungen gibt, Infomaterial bereitstellt, selber erstellt, vielleicht ein Video aufzeichnet, wie man so einen Spielbericht erstellt, auch freigibt. Also das sind so die ersten Ideen, die wir hatten. Das ist um Gottes Willen nicht vollständig. Ja, da könnt ihr euren weiteren Input oder weitere Ideen damit reinbringen. Versteht es einfach mal so als Gedankenspiel, wo könnte die Reise hingehen. Ganz wichtig ist, da kann jeder mitmachen, auch jede kann mitmachen. Ja, je mehr, umso besser. Das Thema Schwarmintelligenz ist gestern gefallen, ein sehr guter Begriff, ja, denn nur wenn man mit mehreren Leuten diskutiert, dann kann man auch verschiedene Meinungen feststellen oder auch verschiedene Ideen natürlich diskutieren, teils kontrovers, aber immer konstruktiv. Also die Möglichkeit, dass jeder hier auch mitmachen kann. Und wer ganz weit nach vorne preschen möchte, der kann auch für so eine Arbeitsgruppe auch dann ja das Kapitänsamt übernehmen, wenn wir im Spielfeld bleiben. Denn wir brauchen natürlich auch ja, einen Kapitän, der so ein bisschen das ganze Thema moderiert, organisiert und auch, ich sag mal, den Kontakt ja, zur Projektleitung nennt, würde ich es mal
bezeichnen, oder auch Steuerungsgruppe haben es wir genannt. Kurzer Einblick, wie wir uns so eine Zusammenarbeit vorstellen. Ich habe schon gesagt, dass wir die Microsoft Office 365 Welt im Einsatz haben. Die hat neben dieser Teams-Videokonferenz ganz viele tolle Sachen, nämlich eine zentrale Dateiablage. Man kann so Kanäle anlegen, in den Kanälen kann man dann sich unterhalten, Notizbuch erfüllen, Ideen skribbeln, ein Whiteboard benutzen, um dann zusammenzuarbeiten, einen Chat aufmachen, einen Gruppenchat machen, eine Videokonferenz schnell machen, Ergebnisse zusammentragen, keine Dateien rumschicken, sondern einfach nur sagen, das liegt dort im Teams, schickt einen Link. Und jeder, der Änderungen dran vornimmt, ändert direkt das Originaldokument, sodass man auch immer auf dem aktuellsten Stand ist. Natürlich wird es einen kanalübergreifenden Austausch geben und wir wünschen uns auch eine mediale Begleitung. Ich habe gesehen, heute ist der Stefan Götz in der Videokonferenz dabei, der den Social-Media-Bereich beim FLB verantwortet, der auch uns geholfen hat, nicht nur das tolle Logo zu kreieren, vielen Dank dafür, Stefan, sondern auch die ganzen Aufrufe bei Facebook und auf der Homepage platziert hat. Kurzer Applaus für Stefan virtuell. Das ist gelungen, meiner Meinung nach. Gestern hat man die Silke Wendingmann-Kowarek dabei, die für die BFN auch zuständig ist. Also auf jeden Fall... Genau, vielen Dank. Auf jeden Fall haben wir hier, ich sag mal, das Thema mediale Begleitung schon an Bord. Ich habe schon gesagt, so eine Projektleitung oder auch Steuerungsgruppe, natürlich müssen wir das irgendwo bündeln, ein bisschen das ganze Thema organisieren. Da werden wir den Hut uns aufsetzen, also ich sag mal mindestens die 6, die ich am Anfang genannt habe. Auch dort suchen wir natürlich noch Freiwillige, die dort mitmachen wollen. Wir werden natürlich einen engen Austausch mit den Arbeitsgruppen suchen. Wir werden das ganze Thema in die Kreise berichten, auch an den Vorstand berichten. Denn wir brauchen sowohl die Kreise an unserer Seite als auch den Vorstand. Denn sobald wir feststellen, dass wir Änderungen in den Ordnungen vornehmen müssen, ja, damit wir neue Spielformen etablieren können, dann geht das nur mit dem Votum des Vorstandes. Die Kreise haben wir auch schon informiert. Vor 14 Tagen haben wir eine ähnliche Veranstaltung mit den Kreisen gehabt, denn natürlich hat alles, was wir hier uns überlegen, Auswirkungen auf die Kreise. Natürlich in positiver Natur, hoffen wir. Das heißt, neue Spielformen etablieren, mit den Vereinen dann kommunizieren. Das machen wir mit den Kreisen zusammen. Die Kreise haben uns hier auch ihre Unterstützung angeboten. Wir haben auch schon Freiwillige benannt bekommen, die dann auch in den Arbeitsgruppen mitarbeiten. Also so, dass wir sicher sind, dass wir hier ja, flächenweit dann auch entsprechend agieren können. Das Wichtigste sind natürlich die Arbeitsgruppen. Und da möchte ich jetzt schon mal den ersten Aufruf an euch starten. Wenn ihr Lust habt, bei dem ganzen Thema mitzumachen, wenn ihr Themen gefunden habt, wo ihr sagt, klasse, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich sicher, da würde ich gerne mitmachen, dann seid ihr herzlich willkommen. Dann ordnen wir euch gerne diesen Arbeitsgruppen zu. Diese Arbeitsgruppen sollen eigenständig diese Themen bearbeiten. Und damit das einfacher wird, hier mal so ein kleiner kleiner Blick, wie wir uns das vorstellen. So eine Arbeitsgruppe sollte idealerweise zwischen 3 bis 8 Teilnehmer haben. Wenn sich mehr finden, sehr gut. Ja. Dann kann man sich auch ein anderes Format vorstellen, dass man so eine Arbeitsgruppe wiederum teilt und dann 2 kleine Arbeitsgruppen in dieser Arbeitsgruppe das gleiche Thema bearbeiten und dann einfach schauen, was kommt raus. So ein bisschen was wie eine Challenge annehmen und dann von beiden Ideen das Beste dann sozusagen zusammenfassen. So eine Arbeitsgruppe sollte natürlich geführt werden durch einen Kapitän. Aktuell reden wir natürlich von virtuellen Treffen, aber sobald ja mehr möglich ist, wollen wir auch reale Treffen anstreben, denn ja, Aug in Aug diskutiert sich natürlich immer noch besser als virtuell, aber virtuell oder virtuelle Konferenzen sind mittlerweile auch ein gutes Medium, um auch mal sich schnell zusammenzuschalten, einfach mal eine Stunde vielleicht zu diskutieren, Zwischenstände auszutauschen, um schnelle Ergebnisse zu erzielen. Wir haben uns gedacht, dass wir sowas wie Leitplanken vorgeben. Es ist so ein bisschen so ein Handlungsfaden in den einzelnen Arbeitsgruppen. Denn wir haben ja schon gesagt, unser Ziel ist es,
in den verschiedenen Altersklassen auch so einen roten Faden natürlich zu erkennen oder zu entwickeln. Und da hilft es, wenn man so Leitplanken hat, an die man sich orientiert, dass man immer wieder auch ähnliche Themen in den verschiedenen Arbeitsgruppen einfach bespricht, um am Ende dann ja ein Bild zu haben, wo geht die Reise hin. Damit ihr mal einen Eindruck habt, was wir jetzt aus dem, was wir bis jetzt gezeigt haben, schon mal für Arbeitsgruppen benannt haben. Das sind die 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12 Arbeitsgruppen, die wir einfach mal niedergeschrieben haben. Am Ende der Videokonferenz haben wir nochmal eine Umfrage. Da seht ihr das dann nochmal. Wichtig ist für uns das Thema Sonstiges. Da könnt ihr dann auch noch weitere Ideen reinskribbeln. Wir werden auch gleich so ein bisschen in den Dialog kommen, wo vielleicht der eine oder andere Gedanke auch nochmal geboren wird. Jetzt bin ich auch fast schon fertig mit der ersten Halbzeit. 43 Minuten, also wir haben noch 2 Minuten. Hier würde ich gerne nochmal den Aufruf starten, dass ihr dabei sein sollt. Ja, denn nur gemeinsam können wir hier allumfassend schauen, dass wir ja optimieren statt reformieren, dass wir die Kräfte bündeln. Der Olli hat es, glaube ich, mal ganz gut gesagt, oder vielleicht war es auch der Martin, wir haben schon so oft miteinander gesprochen in letzter Zeit. Wir bieten den Rahmen und ihr könnt euch um die Inhalte kümmern. Also wir wollen euch so viel wie möglich abnehmen von dem ganzen organisatorischen Overhead, sodass ihr wirklich um Inhalte diskutieren könnt, Ideen skribbeln könnt. Also das, was ihr am liebsten macht, nämlich gestalten, dann auch hier mitmachen könnt. Und fast zum Abschluss hier nochmal der Aufruf. Wir suchen unsere Mannschaft. Und damit das plakativer wird, haben wir einfach mal kreativ geworden und haben einfach mal gesagt, wir suchen ja unsere Mannschaft. Ja, also die Mannschaft des Fußball-Landesverbandes. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht, und würde jetzt dann auch übergehen, dass wir gerne in die Diskussion einsteigen, in die Fragerunde einsteigen. Jede Frage ist erlaubt, also Feuer frei. Halbzeitpause machen wir nicht, denn ich glaube, so aufregend, so anstrengend war die erste Halbzeit nicht. Also wenn ihr Fragen habt, benutzt das Handzeichen. Und dann Feuer frei. Die erste Frage werden wir auch noch belohnen. Martin, du hast dich schon gemeldet. Dann bitteschön. Ja, das ist nicht meine Frage. Ich soll die Frage. Hört ihr mich? Ja. Ja, okay. Dann. Die Frage ist von gestern, die soll ich stellen. Wie sollen diese Ziele und Leitplanken für diese einzelnen Workshops aussehen? Das wurde gestern aber nicht zufriedenstellend beantwortet. Wer war das? Das verrate ich nicht. Und die zweite Frage, die ist von mir. Wie definiert ihr Kinderfußball? Weil ihr hattet da jetzt, da stand jetzt, glaube ich, zum Beispiel G und F und darunter nochmal Kinderfußball. Genau, ja. Ich würde sagen, zu den Leitplanken wird Martin was sagen. Er hat da, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Genau. Also, Martin, im Endeffekt und natürlich auch an alle anderen, wir wissen aktuell noch gar nicht, welche Arbeitsgruppen überhaupt durchgeführt werden. Das können wir schon mal so sagen, weil wir wollen den Input und natürlich auch die Bereitschaft von euch nutzen, um optimal das Beste rauszuholen aus dieser ganzen Ideenwerkstatt. Und wir haben beispielsweise jetzt, und so stelle ich es mir persönlich vor, aber das geht natürlich auch nicht nur um meine Gedanken, aber für jede AG, die auf das Papier gebracht wird, soll es am Ende einen Rahmen das Ganze bilden. Heißt, wenn ich im Bereich der C-Jugend bin, dann sollten wir schon mal beleuchten, wie sollte die Anzahl der Spieler sein, wie sollte beispielsweise die Torgröße, das Spielfeld sein, Ein- und Auswechslung, was machen wir mit retardierten Spielern. Und anhand dieser Punkte soll sich im Endeffekt die Arbeitsgruppe Gedanken machen.
Und da nicht nur die Arbeitsgruppe C-Jugend, sondern das wäre natürlich, um dann auch diesen roten Faden zu bekommen, von G-Jugend bis hoch zu einer A-Jugend, einfach total wichtig. Und das wäre so ein roter Faden beziehungsweise eine Leitplanke, die wir uns in dem Bereich Spielbetrieb definitiv vorstellen. Die anderen werden wir definitiv auch noch ein Stück weit durch euren Input mit schärfen. Okay, ja, also zum Beispiel. Passt das so? Ist das plakativ und verständlich? Klingt vernünftig, ja. Also im Endeffekt geht es ja darum, die Parameter des Fußballspiels in jeder Altersklasse zu überprüfen. Ja, okay. Genau, so kann man es sagen. Deine zweite Frage wird, ich übernehme, ich gehe da mal eins zurück, weil ich glaube, du hast dich, wo waren die Arbeitsgemeinschaften? Hier so ein bisschen drauf bezogen. Kinderfußball hat jeder so eine eigene Definition, glaube ich. Ja, deswegen haben wir es natürlich als Arbeitsgruppe drin, weil das wird ein ganz großer Schwerpunkt sein. Einige sehen das von Bambinis, G-Junioren bis E-Junioren, andere bis D-Junioren. Wir würden es der Arbeitsgruppe überlassen, das zu schärfen. Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem hier Spielbetrieb D-E-Junioren drauf, aber auch F- und G-Junioren. Ja, okay. Einfach um zu gucken, vielleicht gibt es ja trotzdem Spezifikas für die Altersgruppe, die vielleicht den Kinderfußball nicht abdecken. Einfach offen gelassen, wirklich offen gelassen. Okay. Ja, okay. Danke. Gut, weitere Fragen oder Anmerkungen? Der Michael hat sich gemeldet und danach ist der Thomas dran. Mein Teams ist total langsam. Okay, danke Martin. Ich übernehme das mal. So in der gerne, danke. Ja. Okay. Micha. Hier der Micha, genau. Für mich stellt sich die Frage, das Themengebiet Großfeld, bezieht sich das auf B- und A-Junioren beziehungsweise auch C-Junioren oder in welchem Spektrum bewegen wir uns dort? Was ist dort angedacht? Und die zweite Frage ist, inwieweit sind diese weiteren Teamstermine geplant? Welchen Rhythmus ist dort zu erwarten, sage ich mal, in den einzelnen Arbeitsgruppen? Gibt es da schon irgendeine Rahmenvorstellung? Also ich fange mit der zweiten Frage an. Nein, gibt es noch nicht, weil das wollen wir auch der Arbeitsgruppe überlassen. Ja, es kann wöchentlich sein, es kann zweiwöchentlich sein, das kann zweimal im Monat einfach sein, vielleicht in einer engeren Taktung und dann ein bisschen Luft lassen, um die Gedanken erstmal zu sortieren. Das wollen wir der Arbeitsgruppe auch überlassen. Ja, hängt auch vom Themengebiet ab. Es wird Themengebiete geben, da habe ich vielleicht nach zwei Treffen schon ein ganz gutes Bild und muss das vielleicht nur noch, ich sag mal, in Reihenform bringen. Andere Themengebiete, da muss man vielleicht 3-4 Mal sich treffen. Also Antwort ist, nein, wir haben nichts vorgegeben. Wir haben einen Zeitstrahl bis heute. Ja, also wir haben mit den Fußballkreisen gesprochen. Wir haben gestern mit Vereinen telefoniert. Wir haben heute mit Vereinen mit euch telefoniert. Wir haben zwischendurch noch mal mit ein paar anderen Leuten telefoniert, wo wir das denken, dass die ganz wichtig sind für das ganze Thema. Aber bis dahin geht erstmal unser Zeitplan. Ja, und es soll dann eigenständig über die Arbeitsgruppe auch geplant werden. Okay, danke. Erste Frage, Großfeld. Per se würde ich erstmal sagen, Großfeld ist C bis A Junioren. Ja, und wenn es sich aber herausstellt, dass es, ich sag mal, ganz viele Bewerber gibt für das Thema und vielleicht eine Besonderheit die C-Junioren sind, weil wir dort den Wechsel vom Kleinfeld aufs Großfeld haben als Beispiel, ja, dann ist es durchaus auch denkbar, dass man sagt, okay, man löst vielleicht die Gruppe C und dann raus. Ja, aber als erste Idee haben wir erstmal gesagt, wir machen das Großfeld, weil da gibt es viele gleiche oder ähnliche Punkte. Im Kleinfeld gibt es da eher noch Unterschiede, auch aus entwicklungstechnischer Sicht natürlich. Ja. Okay, vielen Dank. Ich freue mich. Klasse. Als kleine Ergänzung noch, wir schauen uns die C-Jugend an. Das heißt, wir sind im Junioren- und auch Juniorinnenbereich. Also Micha, sowohl den männlichen als auch den weiblichen Bereich. Alles soll eine Plattform bekommen. Und das ist, glaube ich, auch für uns wahnsinnig wichtig, dass wir das ineinandergreifend sehen und wirklich alles auch ganzheitlich mit betrachten. Das ist unser Anspruch.
Und solange es diese Arbeitsgruppen gibt, sind wir da gerne bereit, auch alles zu tun, damit das Optimum rausgeholt wird. Genau. Alles klar, danke. Gerne. Thomas, mach direkt weiter. Ja, schöne Grüße aus Falkensee erstmal. Hallo. Ja, vielen Dank. Meine erste Frage wurde gerade schon beantwortet, war die zweite von dem Beitrag davor. Aber ich habe noch zwei andere, und zwar würde mich mal interessieren, ob es gewisse Meilensteine gibt, die ihr in einem bestimmten Handlungsfeld erwartet und ob die vielleicht schon irgendwie definiert wurden und ob es schon Gruppen gibt, die schon besetzt wurden oder schon Freiwillige gab, die sich dafür irgendwie gemeldet haben, oder sind die alle noch komplett leer? Zwei gute Fragen. Um dem Motto treu zu bleiben, fange ich mit der zweiten wieder an. Alle, die gestern sozusagen schon dem Vortrag gelauscht haben, hatten natürlich schon die Chance, sich für Arbeitsgruppen anzumelden. Also ja, wir haben schon Rückmeldungen bekommen, das freut uns natürlich. Ihr habt die Chance auch. Ja, also die Plätze sind noch nicht vergeben. Aber wir haben schon Zusagen, das freut uns. Das heißt, wir können auf jeden Fall starten. Und zur ersten Frage. Ja, es gibt zwei Meilensteine. Ganz bewusst haben wir die auch gesetzt. Die haben wir auch mit den Jugendobleuten aus dem Fußballkreis besprochen. Das ist das Thema Landesspielbetrieb E- und D-Union. Da hole ich mal ganz kurz aus. Wir hatten ja gesagt, dass wir bei den D-Junioren wollten wir eine Brandenburg-Liga etablieren. Eigentlich schon in der jetzigen Saison. Das haben wir aber nicht gemacht, weil wir natürlich durch Corona letzte Saison nicht genug, ich sag mal, Spiele hatten, um eine Qualifikation, Tabellenstände dort zu haben. Das Gleiche ereilt uns dieses Jahr wieder. Und deshalb haben wir gesagt, wir parken das Thema Brandenburg-Liga und wir nutzen diese Ideenwerkstatt, um für die kommende Saison alters- und leistungsgerechte Spielformen zu finden, die dann sozusagen die Landesligen ersetzen sollen. Ja, deswegen auch ein knallharter Meilenstein, damit das zur nächsten Saison funktioniert, brauchen wir bis Mai erste Ideen. Ja, also diese Arbeitsgruppe wird einen gewissen Druck spüren müssen oder sich auferlegen, um bis Mai Ergebnisse zu haben. Aber da geht es wirklich speziell um die jetzigen Landesligen. Das Gleiche bei den E-Junioren, die wollten wir eigentlich in die Kreise zurückgeben. Aber auch hier kommt uns die Ideenwerkstatt zugute. Auch hier wollen wir schauen, ob wir mit den jetzigen Landesligen nicht auch jetzt schon für die kommende Saison alters- und leistungsgerechte Spielformen finden. Könnten die gleichen wie bei den D-Junioren sein, können aber auch andere sein. Also auch hier haben wir eine Arbeitsgruppe mit dem Meilenstein Mai, um einfach sagen zu können, okay, bis dahin brauchen wir reife Ideen, um im August, September starten zu können. Alle anderen Arbeitsgruppen, ja, also es kann auch weitere Arbeitsgruppen E-Junioren natürlich geben, weil das ist jetzt wirklich speziell bezogen auf den jetzigen Landesspielbetrieb. Ja, alle anderen Arbeitsgruppen haben noch keine Meilensteine. Das heißt, hier wollen wir einfach schauen, was ergibt sich an Möglichkeiten. Ja, das Thema DFB-Net kann man vielleicht auch bis zur nächsten Saison schaffen. Beim Thema Jugendleiteraustausch kann man vielleicht auch mit den ersten Formaten starten. Aber beim Thema Spielbetrieb wollen wir einfach schauen, wir setzen das dann um, wenn wir meinen, das hat eine gewisse Reife, entweder in einem Piloten oder tatsächlich in der Fläche. Ja, und da müssen wir schauen, ob es zur kommenden Saison wird, ob es vielleicht zur Rückrunde der kommenden Saison wird oder halt dann auch zur Nachfolgesaison. Ja, also da keinen Druck, sondern ja, so ein bisschen, es ist soweit, wenn es soweit ist, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Okay, weil aus meiner Sicht finde ich so ein gewisses Zeitfenster oder so ein paar kleine Meilensteine sind gar nicht verkehrt. Weil sonst nicht, dass es zu so einer ewigen Stammtischdiskussion führt, sondern dass man sagt, okay, zum Monat so oder so oder zum Quartal so irgendwie gibt es Ergebnisse, gibt es Erkenntnisse, weil auch wenn man zu keinem Ergebnis kommt, kann man ja auch Erkenntnisse gewinnen. Ne? Dass man sagt, okay, ein Handlungsfeld ist eben halt zu breit oder zu groß oder wir sind doch durch die Leitplanke in eine andere Richtung. Und das würde einem ja in so einem Prozedere gut weiterhelfen, denke ich mal. Ja. Super guter Punkt. Wir versuchen natürlich zwischen Steuerungsgruppe und Arbeitsgruppe einen ganz engen Draht herzustellen. Und das Ziel ist natürlich, dass wir regelmäßig Informationen auch bekommen, um zu wissen, okay, was hat das für Auswirkungen? Und dort kann man dann auch mit den Arbeitsgruppen, mit dem Kapitän natürlich abstimmen und sagen, du, versucht euch selber auch Meilensteine zu definieren, zu setzen. Ja, und wie du schon sagst, auch wenn wir am Ende feststellen,
nee, wir, das ist zu groß, dann schneiden wir es kleiner oder wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen vielleicht nochmal auf Anfang zurück oder müssen neu mischen. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Erkenntnis, ganz klar. Ja. Aber viel Eigenantrieb durch die Arbeitsgruppe natürlich gewünscht. Okay, vielen Dank. Bitte, Thomas. Felix, schieß los. Ja, guten Abend erstmal in die Runde. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich vielleicht eben gerade nicht wirklich aufgepasst habe. Ich wollte nur mal fragen, ob es da noch Raum für noch weitere Ideen, Gruppen, Konstellationen gibt oder ist das schon soweit fix jetzt? Dann würde ich sagen, hast du nicht aufgepasst? Tut mir leid. Alles gut, alles gut. Das war eine Steilvorlage, Entschuldigung. Natürlich gibt es Raum. Wir haben in der Umfrage unter Sonstiges, kann man was eintragen und wenn der Platz nicht reicht, einfach mir eine E-Mail schicken. Ja, also ich bin ja gerne das Einfallstor für Einfälle, aber auch für Ideen. Also sobald ihr auch morgen oder übermorgen einfach noch ein Thema habt, rein damit. Ja, weil wir wollen ja gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern das sind Ideen. Wie gesagt, wir beschäftigen uns jetzt, ich glaube, 5 Wochen, 6 Wochen damit. Wir treffen uns jede Woche. Ja, also wir haben uns hier einen gewissen Druck auferlegt, teilweise sogar 2-mal die Woche, einfach auch, um die Geschwindigkeit schon mal hochzuhalten, auch um, ich sag mal, euch hier auch die Ideen auch ein bisschen bildlich darzustellen. Aber jede Idee ist willkommen. Okay, gut, wunderbar. Ein paar habe ich ja schon, aber die müssen noch reifen. Wunderbar, wir sind gespannt. Heiko. Noch dein Mikro an und dann geht's los. Hallo erstmal. Hallo. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, wie das mit der Aus- und Weiterbildung der Trainer weitergehen soll? Weil für mich ist das ein bisschen wenig. Weil gerade ich bin ja voll berufstätig und ich kann nicht, wenn ich 40 Stunden die Woche arbeite, am Wochenende noch nach Lindow fahren, eine Weiterbildung machen. Des Weiteren habe ich 2, 3 Elternteile, die gerne den Trainerschein machen würden und die würden das auch gerne machen, aber die haben auch nicht die Zeit, nach Lindow zu fahren, um den Trainerschein zu machen. Kann das irgendwo kreismäßig gemacht werden? Wie stellt ihr euch das vor? Ich würde das einfach mal übernehmen. Gerne. Erst einmal, jeglicher Bereich soll auf den Prüfstand gestellt werden. Sehr, sehr gerne, Heiko. Und auch wenn du das dann nochmal in die Umfrage mit reinschreiben würdest, würden wir uns erstmal freuen. Die beispielsweise Ausbildung im Bereich der C-Lizenz wird nicht nur in Lindow durchgeführt, sondern in allen Kreisen. Alle Kreise bieten in regelmäßigen oder, wenn mal eine Pandemie ist, auch sicherlich in unregelmäßigen Abständen ihre C-Lizenz-Ausbildung an. Den Bereich der B-Lizenz-Ausbildung haben wir zentralisiert, tatsächlich, weil wir einfach in Lindow optimale Voraussetzungen haben. Es muss aber auch nicht jeder direkt die B-Lizenz machen. Somit kann man auch erstmal in Wohnortnähe seine C-Lizenz machen, was ich auch beispielsweise sehr, sehr gut finde. Wir haben ein neues Format. Durch sicherlich die Pandemie ist die Digitalisierung bei uns im Verband extrem fortgeschritten und bieten jeden einzelnen Trainer, jeder einzelnen Trainerin, auch Interessierten, selbst wenn man keine Lizenz hat, hat man die Möglichkeit, an unseren Online-Fortbildungen teilzunehmen. Die sind wie in diesem Format hier über Teams und finden ja am Anfang sehr, sehr regelmäßig. Da hat man zu Hochzeiten 22 im Monat, 24 im Monat und jetzt aktuell in regelmäßigen Abständen sind 3 pro Monat. Zu den unterschiedlichsten Themen, was ich damit sagen möchte, das Angebot ist auf alle Fälle da. Ihr dürft gerne zuschnappen, das, was schon da ist. Und wir freuen uns auf eure Anregungen, auch in diesem Bereich gegebenenfalls noch einfach gemeinsam zu optimieren. Okay, danke.
Genau, ergänzend ist es auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass wir vielleicht darüber noch mehr kommunizieren. Was gibt es an Qualifizierungsmaßnahmen, an Ausbildungsmaßnahmen? Ja, ja, und das kann durchaus auch ein Punkt sein, den wir hier nochmal mit aufgreifen. Ja. Super. Keine Ahnung. Danke, Heiko. Marvin! War das jetzt meine Aufforderung? Ja. Richtig. Wunderbar. Ja, aber eine ganz andere Frage. Und zwar natürlich auch Nachwuchsentwicklung. Und zwar, ich bin Lehrer in einer Grundschule und sehe da speziell, das ist ein kleines, ich sag mal, sogenanntes Kackdorf. Wo ich sage, ja, sorry, muss ich mal so sagen, wo viele Kinder rumrennen auf Spielplätzen, Bolzplätzen und so weiter und dort überhaupt nicht abgeholt werden. Jetzt auch in der Corona- oder in der Lockdown-Zeit habe ich mit meinen Jungs oft hier in Seelow auf den Seelower Höhen trainiert, ist so auch ein Bolzplatz. Und auch da sind ganz oft Kinder vorbei, die mit ihren Eltern ein bisschen rumbolzen. Und dann hat man die einfach mal gefragt, Mensch, wollt ihr nicht mal mitspielen? Ja, und so kam ein bisschen der Kontakt zustande, dass man die zu Viktoria holt. Jetzt auch eine Fußballschule aufgemacht in Neuharnberg, die über den Kinderring läuft. Machen wir jetzt das zweite Mal mit über, jetzt haben wir gerade schon wieder über 100 Anmeldungen bekommen, können aber tatsächlich bis 40 aufnehmen, was mir echt leid tut, wovon auch ganz viele keinen Verein haben. Wie ist denn da der Plan vielleicht für die Zukunft, solche Kinder von Sportplätzen und Bolzplätzen abzuholen, die nicht im Verein spielen, ja, und wo die Eltern auch eigentlich gar kein großes Interesse haben, dass die Kinder im Verein spielen, die sagen auch, Mensch, gehen wir mal auf den Bolzer, das reicht uns aus. Aber wie kann man die Kinder vielleicht, beziehungsweise mit den Eltern dort in Kontakt treten, dass man diese Kinder abholt von den Bolzplätzen und zu den Vereinen bringt? Weil das ist meiner Meinung nach auch eine Nachwuchsentwicklung, dass man sich diese Kinder in den Verein holt, weil dem Öfteren sind da sogar ein paar Talente mit dabei, muss man sagen. Ja, Martin, ich würde gerne zuerst. Die Antwort hat der Götz Hermann im Chat geschrieben, dass natürlich auch eine Arbeitsgruppe wichtig ist für das Anwerben von Kindern und Bambinis für den Fußball. Das deckt sich ja genau mit dem, was du jetzt auch gesagt hast. Ja, da gibt es schon Formate. Aber auch hier sollte man es auf den Prüfstein stellen, sind die zeitgemäß, kennen die überhaupt alle, ja, und was für Ideen gibt es noch, ja, ein Rezept habe ich jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall ist das ein Thema, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil natürlich geht es auch darum, Gewinnung von Spielern, Spielerinnen und idealerweise so jung wie möglich, um so lang wie möglich auch ausbilden zu können. Ja. Martin, kannst du aber gerne ergänzen. Ja, sehr gerne. Marvin, du bist natürlich mit deinem Wissen, was du jetzt hast, absolut prädestiniert für genau diese Arbeitsgruppe. Und ich glaube, ich spreche für alle, wenn du dabei wärst, genau so eine Arbeitsgruppe mitzuleiten, wie man zum Beispiel da auch die nächsten Schritte gehen könnte für die Vereine, um AGs ins Leben zu rufen beispielsweise oder was stattfinden zu lassen auf diesen Bolzplätzen als Verein oder über eine Schul-AG. Also Top-Thema. Ich bin begeistert und würde mich freuen, wenn du ebenfalls, wie sicherlich sehr, sehr viele andere, auch mit im Boot wärst. Ja, sehr, sehr gerne. Zeit ist da, sagen wir mal so. Ja. Als Lehrer. Notiert. Ist notiert. Nee, nicht als Lehrer, aber ich bin mit dem Fußball verheiratet worden, wie man mal gesagt. Ja, top. Super Thema. Ja. So, Steffen Westphal hat sich gemeldet. Ja, schönen guten Abend nochmal aus Essen-Hüttenstadt. Ja, Thema AGs und von den Schulhöfen abholen kann ich was beitragen. Bin ja auch in der Grundschule bei uns in Essen-Hüttenstadt tätig und wir haben es gemacht. Wir haben über die Schule und Fußball und den Verein seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren jetzt fast schon eine Fußball-AG ins Leben gerufen. Gibt ja da auch so ein paar kleine Willkommenspakete, wenn man sich über den DFB anmeldet, da Kooperationsverträge macht und so. Und ich kann nur sagen, wir haben es wirklich durchgeführt und wir haben auch als Verein davon schon profitiert. Wir haben ein paar Anmeldungen davon gekriegt oder darüber gekriegt und also das funktioniert schon ganz gut. Man muss halt den Mann aus dem Verein haben, der Zeit dafür hat, das zur Mittagszeit schon durchzuführen oder ich sag mal ab 13, 14 Uhr. Wir haben das Glück gehabt, dass wir bei uns FSJler im Verein hatten oder haben, über die das Ganze lief. Ja. Das heißt, ich notiere Steffen Nummer 2 für die Arbeitsgruppe, dann brauchen wir noch einen und dann haben wir sie. Ja, bei mir ist es zeitlich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich
könnte mir das schon vorstellen, ein bisschen mitzumachen, aber mir ist es zeitlich, ja, dadurch, dass ich bei uns im Verein ja auch eine Menge mache und wir da auch ein bisschen Arbeit haben und im Vorstand nicht so viele Leute sind, ist es bei uns ein bisschen zeitlich begrenzt im Moment. Die Stunde quetschen wir noch raus. Aber wichtiger Impuls und AG oder Kooperation in Schule ist das eine, aber ich glaube gerade das Thema Bolzplatz, Bolzplatzturniere, ich glaube, da ist noch ganze Menge an Potenzial, um einfach Aufmerksamkeit zu erregen für die Nicht-Vereinskinder, um sie an den Verein zu binden. Also ich glaube, da kann man noch ein paar Ideen skribbeln. Ja. Und genauso haben wir es eben auch, unser FSJler ist eben nicht nur bei uns an der Grundschule, sondern auch in 1 bis 2 Kitas im Jahr immer gewesen. Ja, genau. Schön in der Kita die AG gemacht oder eben bei uns, wir haben einen der Plätze, der ist relativ zentral. Da hat die Kita die Kinder hingebracht, vormittags eine Stunde und dann lief auf uns ganz gut. Ja. Das sind schon genau die Ideen und Impulse, die wir da brauchen. Ja. Okay. Absolut. Ich glaube, der Marvin hat sich nochmal gemeldet. Ja, genau, weil Steffen natürlich jetzt eine ganz tolle Sache nochmal genannt hatte. Da haben wir zum Beispiel in Neu-Hamburg ein ganz großes Problem. Und vielleicht könnt ihr da als FWB mal helfen. Es gibt in Neu-Hamburg einen Verein, der ist Fortuna Neu-Hamburg. Der hat sich vor ein paar Jahren aus dem Spielbetrieb komplett rausgezogen. Es gibt bei Fortuna Neu-Hamburg nicht eine einzige Mannschaft mehr, weil der Verein holt lieber die Rentner anstatt die Kinder. So, da setzt sich auch keiner ein für Kinderfußball bzw. für Kindersport generell. Es gibt da ein paar andere Vereine, wie ein Karnevalsverein, hat aber mit dem Fortuna nichts zu tun oder mit dem Kinderring, wie gesagt, über den die Fußballschule jetzt läuft. Aber es gibt dort auch gar kein Interesse von dem Vorsitzenden oder von dem Vorstand der Fortuna Neu-Hamburg, dort wirklich die Kinder von den Straßen zu holen, von den Bolzplätzen zu holen, um dort bei Fortuna etwas anzubieten, obwohl, wie gesagt, da eine Grundschule ist, direkt neben dem Sportplatz, da mache ich den Sportunterricht quasi, ja. Und vor allem ist es auch schwierig, wir kämpfen jedes Mal mit der Fußballschule darum, dass wir überhaupt den Sportplatz haben dürfen. Da der Vorstand immer sagt, naja, der Platz, der soll ja so schön sein, wie er ist. Ja, und toll, ich habe ihn mal gefragt, aber dann fangt dann an zu pflanzen, ich kann helfen. Ne? Wollen wir reinpflanzen? Also die haben gar kein Interesse dort, irgendwas zu machen. Und das ist eigentlich schade, der Bauhof dort in Neu-Hamburg diesen Platz auch wirklich pflegt, täglich. Der sieht wirklich Bombe aus. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Und vielleicht kann da vom SLB vielleicht mal ein Anreiz kommen Richtung dem Verein Fortuna Neu-Hamburg, dass da mal sich da vielleicht noch eingesetzt wird, dass da mal eine Idee kommt oder so, keine Ahnung. Also ich habe es auch schon probiert, ich wurde abgewiesen. Ja, das ist jetzt ein ganz spezielles Thema, Marvin. Das würde ich ungern jetzt hier in die Lösungsfindung bringen. Ja, nicht falsch verstehen. Aber ja, ich hoffe, dass der Erik sich das einfach mal notiert, mit dem Marvin dann vielleicht nochmal kurz in Kontakt tritt. Vielleicht gibt es ja da Formate, es gibt einen Vereinsdialog. Weiß ich nicht. Erstmal so als eine Idee, aber ich würde das den Gedanken parken und dass man das separat vielleicht mal in einem Telefonat oder mal gucken, wo das beim FLB hingehört, ob es überhaupt der richtige Ansprechpartner ist. Ja? Ja, super, ja. Gerne. Okay. Klar. Ja, dann geht's, denke ich mal, wieder in die Fragen rein. Wir beginnen erst mit David Bartsch und danach mit dem David. David, du hast zwar dein Mikrofon an, aber man hört dich nicht. Wenn ich in den Chat schreiben, dann lesen wir es vor. Ja, oder nochmal auch bei den Geräteeinstellungen über die 3 Punkte hast du die Möglichkeit, noch ein anderes Mikro auszuwählen. Wir würden dich ganz kurz zurückstellen und den anderen David dran nehmen. Ja, cool. Nochmal hallo in die Runde. Mich würde dieses Thema ganz speziell im Bereich D-Jugend interessieren, weil ich habe so ein bisschen auch den Quervergleich. Martin, du bist ja da auch in Berlin viele Jahre gewesen. Und ich bin jetzt nach einiger Zeit, also 20 Jahre in Berlin, wo ich ja auch viele Jahre Vereinstrainer war, jetzt hier in den brandenburgischen Raum gekommen. Und also was natürlich auch meine Heimat irgendwo ist, aber ich war halt 20 Jahre weg hier und komme jetzt wieder und sehe einfach, dass auch das Gefälle sehr, sehr hoch ist. Ne? Also wenn ich jetzt einfach mal Vergleiche ziehe zwischen den, ich sag mal,
nicht Leistungszentren, aber Stützpunkten in Berlin und den Stützpunkten hier, da sehe ich, also ist so meine eigene Einschätzung, da sehe ich halt wirklich einen gravierenden Unterschied. Auch das Leistungsgefälle, das ist hier relativ groß, finde ich. Man hat quasi hier in allen Landesklassen, ist egal in welchen Bereichen, ob es jetzt E- oder D-Jugend ist, hat man halt wirklich relativ große Unterschiede. Ihr habt es ja vorhin auch sehr, sehr gut dargestellt anhand der, ja, der Tabellen. Und deswegen geht mein Augenmerk in die Richtung. Also ich würde da interessehalber sehr, sehr gerne bei dieser Gruppe mitwirken und habe aber noch mal eine Frage, weil Matze, du, glaube ich, vorhin gesagt hattest, dass ihr das im letzten Jahr aufgrund Corona nicht machen konntet und dieses Jahr ja dasselbe bevorsteht, dass quasi da schon eine Einstufung oder eine Abgrenzung verschiedener leistungsstarker Mannschaften stattfindet. Ich glaube doch aber, dass über die Jahre sich da auch irgendwo ein Muster zeigt, oder? Also es sind doch immer wieder dieselben Jugenden oder dieselben Vereine, die quasi starke Jugenden in Staffeln zur Verfügung stellen oder quasi aufstellen und dann halt auch die weniger starken. Von daher wundert mich die Aussage, das jetzt von ein oder zwei Jahren abhängig zu machen, wo halt Corona war, sondern das ist doch wahrscheinlich ein Muster oder ein Bild, was sich schon über Jahre hinweg zeigt. Also erstmal vielen Dank für die Bereitschaft, eine Arbeitsgruppe mitzumachen. Das Thema D-Junioren hatten wir natürlich in den Wettspielanweisungen klar definiert, wie die Aufstiegsregelungen für die Brandenburg-Liga sind. Ja, wir haben im Vorfeld in der AG Spielklassenstruktur, hieß sie vor 3 Jahren, glaube ich, genau überlegt, nimmt man so einen 5-Jahres-Schnitt, ja, um die Vereine zu finden, die kontinuierlich leistungsorientiert ausbilden. Aber dann gibt es immer wieder, besondere Jahrgänge oder besondere Vereine, die sich hervortun. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach, immer nur die zu nehmen, die augenscheinlich die Besten sind. Ja, also da, auch da haben wir in einer Arbeitsgruppe auch das Votum der Vereine eingeholt und sind dann letztendlich auf diesen Modus gekommen, dass wir sagen, okay, wir definieren ganz klare Aufstiegsregelungen für die Brandenburg-Liga, auch fürs erste Jahr, um einfach erstmal zu gucken, wie entwickelt sich das. Ja, und das konnten wir halt du kannst nicht eine Viertelsaison nehmen, um zu sagen, das sind jetzt die Besten. Ja. Nee, das ist mir schon klar, aber wenn du jetzt quasi eine Aufstiegsregelung machst, sage ich jetzt mal, als zum Beispiel jüngerer Jahrgang, ja, du hinterlässt ja quasi ein Erbe, also ich weiß nicht, ob das hier anders ist, aber in Berlin war es halt so, du hinterlässt ja quasi, also meinetwegen, du hast einen starken 2004er Jahrgang als Beispiel, ja, mit dem spielst du quasi dich hoch in die höchste Klasse und der nächste Jahrgang, der dann vielleicht nicht ganz so stark ist, übernimmt dann diese Spielklasse. Ja, von daher finde ich es da schon relativ schwierig, weil du da halt teilweise wirklich goldene Jahrgänge, wie man sie ja so schön betitelt, hast und dann auch wieder ein, zwei Jahrgänge danach, die quasi nicht annähernd an die Leistungsgrenze kommen, wie die davor. Aber genau das sind Themen, die man erörtern sollte. Wie geht man mit Ausnahmejahrgängen um? Wie geht man mit kontinuierlichen, Entwicklungen um? Auch das wieder ein super Beispiel, um das einfach auch mal zu diskutieren. Ja, gibt es bessere Modelle als dieses, ich vererbe einen Platz und der nächste nach Jahrgang ist, der schafft es gar nicht. Ja, also. Genau, das ist ja relativ undankbar. Ne? Auch für auch wenn man sich in der Breite, also man weiß es ja selbst, ne? Umso höhere Spielklasse man spielt und in den Vereinen anbieten kann, umso größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du die Qual der Wahl hast. Ne? Also da gibt es Vereine, da laufen 10 Kinder auf, die suchen sich die besten 5 raus und die anderen 5 haben das Nachsehen. Dann gibt es wiederum Vereine, da kriegst du wahrscheinlich nicht mal 1-2 Spieler pro Saison neu dazu. Und das, glaube ich, ist einfach auch irgendwo der Knackpunkt. Ne? Einfach natürlich auch immer daran gebunden, wo man halt wohnt, aber es gibt auch genügend Eltern, die es in Kauf nehmen, lieber 30 Kilometer weiterzufahren, wo wir dann wieder beim Thema Jugendgewinnung oder Kindergewinnung für Vereine wären. Ne? Also, genau. Ja. Aber du siehst, wie vielfältig, ich sag mal, so ein einfaches Thema Ligenzugehörigkeit werden kann. Ja. Und dass es sich auf jeden Fall lohnt, das zu hinterfragen. Ja. Definitiv. Perfekt. Vielen Dank. Gerne, guter Input. Ich mache mal zwischendurch einen Blick in den Chat. Erik, ich denke mal, du notierst fleißig, wer sich alles für die Arbeitsgruppen meldet. Vielen Dank dafür. Toll, cool. Freut mich oder freut uns. So, haben wir noch ein paar? David jetzt wieder dabei oder nee? David ist dabei,
hat auch sein Mikrofon an, aber wir fragen nochmal, David, kannst du oder können wir dich hören? War das David? David, schreibt in den Chat. Ja. Was ist mit den Arbeitsgruppen bzw. den Vorschlägen dafür, für die es keine Interessenten gibt? Ich kann mir vorstellen, dass viele sich für dieselben Themen interessieren, sind dann 30 Leute in einer Gruppe und die anderen Themen werden nicht bearbeitet. Ja, man könnte es ganz nüchtern betrachten und sagen, wenn wir keinen finden für das Themengebiet, dann müssen wir es erstmal liegen lassen. Ja. Genau, hier noch die Ergänzung. Keiner wird in eine Arbeitsgruppe geschleust, in der er nicht sein möchte. Damit wird man uns ja ins eigene Fleisch schneiden, sondern wir sind dankbar, wirklich extrem dankbar, dass ihr eure Zeit dafür opfert, um dem gesamten Land Brandenburg, dem Fußballland Brandenburg, auch einen Dienst zu erweisen. Und dort soll sich jeder dann auch wirklich in seinem Spezialgebiet, dass er sich dort sieht, soll er sich wohlfühlen. Und egal ob er oder sie, wir wollen einfach, dass ihr euren Input dort bringt. Und deswegen kann es tatsächlich so sein, dass wir sagen, okay, wir haben 3 Arbeitsgruppen oder 8 Arbeitsgruppen und die anderen Arbeitsgruppen werden erstmal vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet, wenn wir die anderen abgeschlossen haben zum Beispiel. Das könnte durchaus ein gangbarer Weg sein. Der David hat noch seine Hand oben. Ich denke, das ist von davor. Wir würden jetzt mal den André Felgner dran nehmen. Ja, hallo. Ich bin Spielerpapa. Bin auch tätig ehrenamtlich im Verein hier im Wiesental. Das ist ja alles noch sehr einfach und die Kinder alle sehr individuell. Und ich befasse mich schon seit langem mit dem Thema Neuroathletik und ich hatte eigentlich gedacht, dass so ein Thema in dieser Art hier auch so hinkommt, ob es mit kognitiven Fähigkeiten, so Live-Kinetik, also so Gehirnsport im Fußball, ne? Also wie die Ausbildung ist und wie man sowas in den Verein bringt. Mhm. Weil gerade auch diese Neuroathletik oder so, das ist immer sehr schwer, das im Internet sich alles so zusammenzukrümeln, zu lesen und man hat eigentlich keine Lektüre in den Vereinen oder sowas, wie man sowas aufbereitet oder wie man das den Vereinen nahebringt. Ich habe jetzt hier angefangen schon seit schon einige Zeit, so vielleicht ein paar Monate hier im Wiesental mit den Kindern, so mit Farben und Formen und so zu arbeiten. Und es kommt unglaublich gut an. Die Kinder lernen und es geht ja auch um Handlungsschnelligkeit und Wahrnehmung, also so ein bisschen diesen modernen Fußball. Mhm. Absolut spannend. Das würde ich fast so ein bisschen Richtung Qualifizierung sehen, als ob man das dort als Themengebiet aufnehmen kann. Aber wir notieren es einfach mal und ja, mal schauen, ob sich, ich sag mal, Mitstreiter finden. Ich glaube, Interessenten genug, davon zu partizipieren, also zu konsumieren. Aber erstmal müssen wir produzieren. Wir nehmen es auf und schauen mal, ob sich da 3, 4 finden und dann kann man das auch mal andiskutieren. Ja, gerne können wir den Link vielleicht zum Qualifizierungsausschuss nochmal herstellen. Vielleicht ist das da auch ein spannendes Thema, erstmal vielleicht Interesse zu wecken, ja, über einen Kurzvortrag, gerne hier über so ein Medium. Da können wir gerne auch den Connect herstellen. Ja. Aber absolut spannendes Thema. Ja. Fällt mir gleich eine nächste Arbeitsgruppe ein, Ausbildungsinhalte in den einzelnen Vereinen, in den einzelnen Altersklassen auch. Ne? Darum geht es ja dann auch im Endeffekt. Und vielleicht gar nicht so in dem Bereich Qualifizierung, auch natürlich eine Schnittmenge, aber es geht ja dann auch tatsächlich, das in den Vereinen gegebenenfalls umzusetzen, wenn man darauf Wert legt. Ja. Aber super, vielen Dank erstmal für die Wortmeldung. Wir schauen mal nach Senftenberg. Micha. Ja, Mahlzeit. Guten Abend. Hört man mich?
Ja, klar. Sehr gut. Okay. Ja, ich habe mal eine eher allgemeine Frage. Ihr hattet ja am Anfang erwähnt, dass euch der DFB so ein bisschen was aufdrücken wollte oder dass die da so im stillen Kämmerlein ein bisschen was da so beraten haben. Und was mich jetzt interessieren würde, wie viele Freiheiten habt ihr eigentlich als Landesverband? Ich meine, am Ende ist es so, es besteht ja irgendwo die Gefahr, dass jeder Landesverband sich jetzt irgendwo Gedanken macht, sein eigenes Süppchen kocht, was ja auch nicht zielführend sein kann. Und am Ende ist es ja so, das ist schon richtig, wir müssen am Ende irgendwo die Besten oben an die Spitze bringen. Und wenn dann jeder so sein Ding macht, ist das vielleicht nicht zwingend zielführend. Und jetzt wird es ja sicherlich, also ich kann mir zumindest vorstellen oder denke mir so, dass der DFB da euch sicherlich aber auch einen bestimmten Rahmen vorgibt. Oder könnt ihr jetzt einfach sagen, wir haben auf Deutsch gesagt, wir machen, was wir wollen, das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. So richtig frei sind wir nicht, das ist schon mal richtig. Also grundsätzlich werden wir sicherlich bei den A- und B-Junioren mit 11 Spielern oder Spielerinnen aufs Feld gehen, weil wir natürlich auch im überregionalen Vergleich im NOV oder so natürlich auch mithalten müssen, ganz klar. Ja, also ja, es gibt einen gewissen Rahmen, ich will jetzt nicht von Korsett sprechen. Mhm. Es gibt Ordnungen, es gibt Jugendordnungen, wo vieles schon mal hinterlegt ist. Aber, und das ist das Gute, der DFB hat vor 2 Jahren, hat der DFB-Jugendausschuss, da bin ich auch im Jugendbeirat mit dabei, also auch dort sind wir ganz, ganz eng vernetzt, die Möglichkeit geschaffen, über Ordnungsänderungen Pilotprojekte zu initiieren. Mhm. Das heißt, jeder Landesverband darf Pilotprojekte initiieren. Die sind nur anzeigepflichtig beim DFB. Ja, das heißt, wenn wir sagen, wir spielen jetzt auch bei den C-Junioren 5 gegen 5, ich hau jetzt einfach mal was raus, ja, oder 8 gegen 8, weil wir es einfach mal pilotieren wollen und einfach mal messen wollen, was passiert da, dann können wir das. Ja, also wir haben viele Freiheiten. Wir müssen halt gucken, wo haben wir so Berührungspunkte zum Thema überregional, Aufstieg in die Regionalliga, Landesauswahl, Regionalvergleiche, DFB-Sichtung. Da müssen wir natürlich schon nach den Spielregeln des DFB natürlich arbeiten. Aber für alles andere sind wir doch sehr, sehr frei. Okay, danke. Bitte. Ja, aktuell sind keine weiteren Meldungen hier in der Teilnehmerliste, Matze. Das ist, ich würde mal sagen, gut, weil jetzt haben wir 35, 40 Minuten gute Themen angesprochen. Ich gucke gerade nochmal in den Chat. Kaum gesagt, gucke nochmal in den Chat, aber hat sich der Thomas nochmal gemeldet. Okay. Perle, komm, hau raus. Ja, ich habe nur eine kurze Frage, wenn man jetzt Interesse für eine Arbeitsgruppe hat. Wie sollen wir euch das kommunizieren? Sollen wir das so wie alle anderen hier im Chat kurz schreiben oder wie ist euer Wunsch dazu? Perfekte Überleitung. Vielen Dank dafür. Vielen Dank nach Falkensee hier aus Brieselang. Ich glaube, ich habe mir Falkensee gemerkt, ja. Perfekt. Das ist wie eine Steilvorlage, wie ein Flankenwechsel. Das ist relativ einfach. Und schon wieder eine Umfrage? Ich würde ganz gerne bitten, die eine Folie mit den derzeitigen Arbeitsgruppen nochmal aufzuwerfen. Ja? Ja. Damit man die nochmal kurz sehen kann. Ja, ich gehe nochmal zurück. So. Das sind erstmal die Vorschläge. Ja. Kann man ganz nochmal wirken lassen. Aber ihr seht die auch gleich nochmal selber. Denn ich wechsle mal ganz schnell. Wir haben hier nochmal eine andere Umfrage drin. Und zwar ist das nochmal die Umfrage zur Teilnahme heute. Und dort sind auch die Arbeitsgruppen nochmal aufgeführt. Genau die, die wir gerade gezeigt haben. Dort könnt ihr weitere ergänzen. Dort könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ich glaube, so ein Like-Feld haben wir jetzt nicht gemacht, wie ihr das heute fandet. Aber das könnt ihr dann nachher so machen. Also hierüber könnt ihr das machen. Wir schicken nachher die Unterlagen auch raus. Dann könnt ihr in Ruhe nochmal durchgucken. Wir haben es ja aufgezeichnet. Dann könnt ihr euch auch die gestrige Session nochmal angucken. Da sind auch sehr viele interessante Fragen natürlich gekommen, einige deckungsgleiche. Einige konnten wir heute vielleicht dann nochmal zufriedenstellender beantworten. Hat der Martin ja gleich die Chance genutzt. Also darüber habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euch für eine Arbeitsgruppe zu melden. Ihr könnt aber auch mir eine E-Mail schreiben, ja, oder an die Geschäftsstelle, an den Oliver Nitschke eine E-Mail schreiben, an den Martin eine E-Mail schreiben. Egal wohin in den FAB, die landet an der richtigen Stelle. Und dann geht das dann seinen Gang. Dann werden wir auch in den nächsten Tagen, Frage war ja zum Zeitplan, natürlich nochmal alle anmelden, die Interesse zeigen.
Wir gucken mal, wie viele das sind, ob wir die dann nochmal einmal zusammennehmen oder dann nochmal in den verschiedenen Arbeitsgruppen zusammennehmen. Wir brauchen natürlich Kapitän für jedes Thema, der dann das Schiff steuert. Dann werden wir in den nächsten Tagen, nächste Woche, denke ich mal, die nächsten Schritte einfach starten. Ja? Okay, ja, vielen Dank. Gerne. So, ich habe hier noch ein Handzeichen, aber das ist, glaube ich, immer noch von vorhin. Nein, das ist von dem Martin aus Bad Liebenwerda. Ach so, dann habe ich das noch gar nicht. Jetzt habe ich es, okay. Mhm. Schönen guten Abend, könnt ihr mich hören? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich habe ein bisschen eine übergeordnete Frage zum Thema Integration. Ist natürlich erstmal ein sehr großes Schlagwort, gehört logischerweise nicht nur in den Männerbereich, sondern auch in den Nachwuchsbereich. Wir als Verein und auch in der Region haben das Problem, dass wir durch die Erstaufnahmestellen regelmäßig gute bis sehr gute Fußballspieler bekommen, die sich auch gerne den Vereinen, auch unserem Verein angliedern, dann aber durch kommunale Bedarfsträger quer durch das Land Brandenburg verschifft werden. Gibt es da seitens des FLB irgendwelche Bestrebungen, dies, ja, ich will nicht sagen zu reglementieren, aber zumindest den Kindern, wenn sie einmal irgendwo Fuß gefasst haben, auch die Möglichkeit zu geben, dort auch längerfristig bleiben zu dürfen? Eine sehr gute Frage. Da habe ich die falschen Schuhe heute zu an, falsches Themengebiet. Ich persönlich kann da jetzt nichts zu sagen. Könnten wir auch nur Richtung Geschäftsstelle mal spielen, ob das überhaupt möglich ist, dort in die kommunalen oder politischen Gremien Einfluss zu nehmen. Ja. Mats, wenn einer was sagen kann, dann ist es ausschließlich Oliver Nitschke. Und dem würde ich gerne jetzt mal das Wort geben. Ja, vielleicht kurz behilflich bei der Lösung. Martin, ich würde das Anliegen aufnehmen. Wir haben einen neuen Kollegen bei uns in der Geschäftsstelle, den Ronny Bayer, der als Anlaufstelle dient und der auch das Thema Kinderschutz, Integration beackert und bearbeitet. Es wird noch nicht eigenständig durch den Fußball-Landesverband lösbar sein, aber es gibt Gremien im Sport in Brandenburg, die sich der Sache vielleicht auch annehmen können. Ja? Aber es ist halt sehr, sehr schwierig, weil wir als Sport nicht der Nabel der Welt sind und entscheiden können, dass die Kinder und Jugendlichen am Standort verbleiben können, sondern da sind halt andere gesellschaftliche Dinge, die auch ganz wichtig sind. Aber wir müssen das Thema auf jeden Fall anbringen. Also ich nehme es mit und leite das auch an den Ronny weiter und ich denke, der setzt sich mit euch dann auch in Verbindung. Das wäre super, da danke ich euch. Vielen Dank. Super. Danke an beide. Gut. 90 Minuten sind rum. Ich würde uns noch eine Nachspielzeit von 1-2 Minuten geben. Also wenn jetzt jemand noch den Last Call gerne hätte, dann... Jetzt, Chat ist nochmal ein großer Beitrag. Gucken, ob da eine Frage rauszulesen ist. Ja, hast du eher so eine Information? Okay. Ich habe nochmal die Hand gehoben. Der David hier aus Wittstock nochmal. Meine ganz allgemeine Frage, die wahrscheinlich viele beschäftigt. Ich habe gehört, einige sind jetzt schon wieder mitten im Trainingsbetrieb, bei anderen wird es irgendwie noch über Kreis und Stadt und was nicht alles noch entschieden. Also uns in Wittstock betrifft es aktuell, dass wir noch nicht in den Trainingsbetrieb zurückkehren dürfen, weil unser Vereinsgelände irgendwie der Stadt gehört und es gepachtet ist. Darauf will ich jetzt aber gar nicht detailliert eingehen. Mir geht es eher darum, wie seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass der Trainingsbetrieb die nächsten Wochen und ja hoffentlich Monate aufrechterhalten werden kann, weil sich ja, ja, ich weiß, ihr seid keine Hellseher, ja, ist schon alles klar, aber also wie sicher ist es, dass wir weiter trainieren können, ja, weil wir haben ja immer wieder das Thema, die unter 14-Jährigen, die zählen ja oftmals nicht mit rein. Bei den Älteren habe ich jetzt schon gelesen, dass da irgendwie noch ja, Corona-Tests oder Schnelltests abgegeben werden müssen, dass die überhaupt wieder zurückkehren können. Wie seht ihr diesem ganzen Thema entgegen? Schwierige Frage. Ganz schwierige Frage. Also, ja.
da kann jeder auch nur seine ganz persönliche Meinung sagen. Was ich nur sagen kann, ist, der FLB, wir treffen uns regelmäßig, da bin ich auch Mitglied oder Teil des Krisenstabes und dort diskutieren wir natürlich immer wieder, wo geht die Reise hin. Ja, es gibt auch guten Kontakt zu den Ministerien über die Anne Engel. Aber wie es der Olli schon sagt, der Sport ist hier nicht der Nabel der Welt. Und das sieht man auch in den aktuellen Möglichkeiten, die der Sport gerade hat. Es wäre vermessen zu sagen, wir trainieren gar nicht mehr. Es wäre genauso vermessen zu sagen, wir können nächste Woche starten. Also das sind alles sehr subjektive Meinungen, die aber immer wieder, ich sag mal, die aktuellen Lagen beäugt werden, um zu schauen, was heißt das erstmal für den aktuellen Spielbetrieb und was heißt das auch für den zukünftigen Spielbetrieb. Und ich möchte mal eine Lanze brechen, also hinter den Kulissen passiert sehr, sehr viel. Ja, das heißt immer, der FLB kümmert sich nicht. Aber da werden viele Gespräche geführt, da werden auch viele Briefe geschrieben, der NLV macht viel, der FLB macht was, der DFB hat jetzt was gemacht. Aber letztendlich sind das alles politische Entscheidungen. Und wenn die Politik entscheidet, Landesregierung, dann kommen die kommunalen Entscheidungsträger auch nochmal ins Spiel. Also es wäre unseriös, irgendeine Meinung jetzt hier zu sagen. Ja, ja klar, wobei ich da die Aussage, der Sport ist nicht der Nabel der Welt, nochmal umformulieren würde, der Amateursport ist nicht der Nabel der Welt. Ja, ja also, korrekt. Ja, also ja. Wenn man das in allen Profibereichen sieht, da sieht das schon anders aus, aber das ist ein ganz anderes abendfüllendes Thema. Da will ich gar nicht in eine Diskussion jetzt hier stoßen. Ja. Genau. Vielen Dank. Okay. Bitte, Martin. Gut. Ja, damit sind wir auch am Ende der Präsentation. Nicht am Ende generell, sondern nochmal der Aufruf: begleitet uns, macht mit. Ich würde fast von einer einmaligen Chance sprechen und sagen: Wir haben hier die Möglichkeit, ganz viel zu bewegen, am ganz großen Rad zu drehen, Stellschrauben zu finden, vieles zu optimieren. Aber auch vieles auf den Prüfstein zu stellen. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, kommt mit. Wir werden regelmäßig informieren. Wenn ihr Rückfragen habt, nutzt alle möglichen Medien, fragt direkt an über die Geschäftsstelle, über mich. Ja, das ist uns ja auch eine Herzensangelegenheit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund und munter. Ganz wichtig in diesen Zeiten. Daumen drücken, dass die Inzidenzzahlen runtergehen und dass wir schnellstmöglich wieder komplett auf den Platz dürfen. Ich habe heute ganz viele kleine Kinder wieder bei uns auf dem Vereinsplatz sehen dürfen. Das ist das, warum wir ja auch hier sitzen. Ja. Also in diesem Sinne, bleibt gesund. Kommt gut nach Hause, brauche ich in dem Fall nicht sagen. Ich hoffe, jeder ist zu Hause und genießt den Abend noch. Bis dann. Tschüss. Ebenso. Macht's gut. Tschüss allerseits. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Matze, der René Fiedler hat noch einmal die Hand gehoben, jetzt ganz zum Schluss, wollte dich aber sicherlich nicht in deiner Abschlussrede stören. Wollen wir ihn einfach noch jetzt dran nehmen und mal gucken, was er hat? Ja, wir nehmen es ja, ist noch aufgezeichnet, das heißt, alle, die jetzt schon raus sind, können es auf jeden Fall noch hören. René, bitte, also. Entschuldigung. Mikrofon noch an und dann sind wir da auch gerne noch ansprechbar. Ja, schönen Abend nochmal. Vielleicht sogar als Abschlussfrage wirklich jetzt, ich finde das super, wie das jetzt hier so angegangen wird und auch die Reaktionen sind natürlich toll. Was ist das große Endziel eigentlich? Also klar, in den ganzen Vereinen ist jetzt zu versuchen, besser zu machen, eventuell zu fördern, mehr Kinder zu fördern. Aber was ist das große Ziel hinten raus? Wozu man das alles macht? Also klar, in den kleinen Altersklassen ist erstmal Ziel, eine Grundausbildung reinzubekommen, den Spaß hochzuhalten. Aber umso älter sie werden, sollte ja irgendwo mal das Ziel irgendwo vor Augen sein. Wo geht die Reise hin? Wozu macht man das? Wozu macht man es denn, umso älter sie werden, immer professioneller? Gerade im Land gesehen jetzt, in unserem Angebot. Ja. Also es gibt viele Ziele. Auch darüber haben wir uns ganz viel Gedanken gemacht. Natürlich wollen wir Leistungs-
oder wie soll ich sagen, gute Spieler dahingehend fördern, dass sie den Sprung an die Sportschule schaffen, dass sie den Sprung gerne auch in die U-Nationalmannschaft schaffen, vielleicht auch irgendwann Profi werden. Na klar ist das ein Ziel. Da bilden viele für aus, ja. Aber auch ein anderes Ziel ist, Spielbetrieb sichern. Ja, wir haben Regionen, da wird es immer dünner. Ja, wir haben jetzt kreisübergreifenden Spielbetrieb bei den A-Junioren, weil beispielsweise in Uckermark einfach zu wenig Mannschaften sind. Ja, also geht es natürlich auch darum, diesen Spielbetrieb zu sichern. Und das sind mehrere Aspekte. Ja, man kann jetzt nicht sagen, das ist ein Ziel, da arbeiten wir hin, sondern es sind punktuell verschiedene Ziele. Vereine nicht alleine lassen, ja, die Basis stärken, auch wenn das sich nach einer Floskel anhört. Ja, Spielbetrieb sichern, leistungsorientiert ausbilden. Das sind Ziele. Ja. Okay, ja, also für mich oder für uns zählt auch das Ziel leistungsorientiert, wenn dann das auch so verlangt wird von dem jeweiligen Spieler. Als Ziel Sportschule, super, dass dieses Thema Sportschule aber auch als Ziel zu sehen ist, auch wirklich der Weg sich lohnt, sage ich mal. Wäre denn so. Ich will mal hier ein bisschen einhaken, weil ich glaube, diese ganze Mission, die wir dann auch vorhaben, also dreht sich ausschließlich um die Spieler und Spielerinnen und die wiederum sind in den Vereinen und die Vereine sind im FLB und da versuchen wir das Bestmöglichste rauszuholen. Wir wollen alles auf den Prüfstand stellen, wir wollen es prüfen und wir haben tatsächlich den Anspruch, vieles zu optimieren und das, was am Ende dann auch bei rauskommt, das ist total ergebnisoffen. Wir wissen ja noch nicht mal, welche Arbeitsgruppen am Ende des Tages stattfinden. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich sagen, also wir schauen erst einmal ausschließlich auf die Spieler, auf die Spielerinnen und demnach, je nachdem, wie sehr sie Leistung wollen. Und da geht es nicht darum, dass sie auf die Sportschule wollen, sondern da geht es auch darum, dass sie Sport treiben, dass sie in die Bewegung reinkommen, dass die Basis irgendwo gestärkt werden, dass wir eine gute Basis haben, dass wir eine ausgebildete Basis haben und jeder in seinem Bereich, in seinem Leistungsbereich dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser ist. Darum geht es übergeordnet. Und da schauen wir gar nicht auf den absoluten Spitzen- und Leistungsbereich, aber auch der wird sich durch eine starke Basis einfach verändern und nach unserem Dafürhalten sicherlich auch verbessern. Also hört sich für mich so an, dass man halt auch als Ziel hat, dass in den Vereinen ausreichend eigentlich dafür gesorgt werden sollte, dass nicht immer nur das Ziel Sportschule etc. ist, sondern halt auch die Qualität so gut in den Vereinen ist. Ja. Dass man da durchaus da auch immer besser gesehen werden kann, sage ich mal. Wir fänden es sehr, sehr gut, wenn wir 3 Bundesligisten, 4 Zweitligisten, ganz viele Regionalligamannschaften hätten. Da wären wir sehr, sehr, sehr stolz drauf. Ja. Das ist aber aus unserer Sicht ein Ziel, was wahnsinnig weit entfernt ist. Aber vielleicht kriegen wir andere Ziele erstmal hin. Mhm. Ja. Okay. Okay, gut. Alles klar. Danke. Danke auch.